Ende November 2018 gastiert die zweite Mannschaft von Lokomotive Leipzig in einem gewöhnlichen Ligaspiel der Kreisklasse gegen die Spielvereinigung Leipzig. Unter den größtenteils älteren Zuschauern hängt auch eine alte und traditionsreiche Zaunfahne aus Leipzig am Geländer des Sportplatzes. Während der zweiten Halbzeit werden die knapp 100 Zuschauer Zeuge eines eher ungewöhnlichen Vorfalls. Nachdem zwei Autos hinter dem Sportplatz parken, springen aus diesen vier mit schwarzen Sturmhauben vermummte Personen und sprinten in Richtung Spielfeld. Dort wird gezielt eine Leipziger Zaunfahne mit der Aufschrift Fanclub Athen 1987 aus dem Lager der Lok Leipzig Fans angesteuert und im Anschluss gezogen. Der Besitzer der Fahne ist zusammen mit seiner Frau vor Ort beim Spiel und kann demnach nichts gegen die Angreifer ausrichten. Schnell verschwinden die Unbekannten wieder in ihre Autos und machen sich daraufhin vom Hof. Offenbar wurde der Platz im Voraus bereits ausgespäht, wonach sich die Täter dann auf den Weg zum Zielort machten, um die Fahne einzusacken. Viele Lokomotive-Anhänger vermuten hinter der Aktion Fans des Lagers Chemie Leipzig. Bestätigt werden kann dies jedoch nicht. Der Fan, dem die Fahne gehörte, erstattet daraufhin Anzeige bei der Polizei, rechnet aber selber mit keinen Chancen mehr auf einen Rückgewinn der über 30 Jahre alten Heiligtums. Doch nur einen Tag später soll plötzlich alles ganz anders kommen als vermutet. Wie das Fanprojekt Leipzig bestätigt, war die Zaunfahne am Morgen bereits in ihrem Briefkasten zu finden. Wohlmöglich hatten die Täter ein schlechtes Gewissen bekommen und daher die Fahne zurückgegeben. Dass die Zaunfahne jedoch tatsächlich nur 24 Stunden später im Briefkasten des Fanprojektes landet, hätte sicherlich kaum einer für möglich gehalten. Doch auch solche Aktionen mit einer gewissen Brise an Reue sollen wohl noch vorkommen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.